Willkommen zu einer neuen Folge im Creative Mind Podcast. Heute mit einem neuen Gast, mit der Schauspielerin Vivian Chesney, die mit ihren jungen Jahren schon in einigen Produktionen zu sehen war. Zum Beispiel in Aller Freundschaft, in Alles, was zählt oder aktuell auch Manta Manta 2. Gleichzeitig studiert sie Geschichte und Politikwissenschaften und sie schreibt an ihrem ersten Drehbuch. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Vivian. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und bin ganz aufgeregt. Das habe ich ja schon gesagt, aber ich habe gehört, wenn man das ausspricht, dann soll die Aufregung schneller weggehen. Deswegen habe ich das mal jetzt gerade hier gemacht. Ich finde es sowieso immer sehr sympathisch, wenn man sowas ausspricht. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt, vor Podcast-Interviews. Das ist echt Ich glaube, die interessant. Leute, die sagen, sie sind nicht aufgeregt, die lügen auch. Ich glaube, man ist immer ein bisschen. Aber vielleicht ist Ich es auch gut. glaube auch. Wie geht's dir denn heute Morgen? Mir geht's sehr gut. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Bin gespannt, welche Fragen und Gesprächsthemen mich und uns erwarten. Genau. Ja, ich habe ja gestern dein About Me bei Schauspielervideos angeschaut und da hast du auch so ein bisschen erzählt, wie du angefangen hast als Schauspielerin. Also wenn ich das recht in Erinnerung habe, hast du mit 5 Jahren im Kinderchor auf der Bühne gestanden. Nimm uns mal mit, wie deine Künstlerlaufbahn anfing. Ja, wenn wir da ganz früh starten, dann war das tatsächlich so, dass ich irgendwie immer schon so das Bedürfnis hatte, ich sag mal, zu spielen. Und habe dann auch bei meinen Eltern so relativ früh, ich sag immer, seitdem ich denken kann, wenn ich dann gefragt werde, beziehungsweise mit 5, wie mir erzählt worden ist, den Wunsch geäußert, Schauspielerin werden zu wollen. Und meine Eltern, natürlich haben sie mich auch ernst genommen, aber wie das bei Kindern so ist, den einen Tag möchte man Prinzessin sein, den anderen Tag zur Polizei oder man möchte Lehrerin werden und was weiß ich. Und dementsprechend, meine Eltern, die arbeiten beide auch nicht in der Branche oder in einem ähnlich vergleichbaren Beruf. Und dementsprechend haben die mich als allererstes im Kinderchor bei uns angemeldet. Also wir wohnen auch wirklich so einem ganz kleinen Dorf, also wirklich fernab von Filmbranche und was weiß ich. Und da war das ganz cool, weil wir nicht nur gesungen haben, sondern auch Musical-Aufführungen gemacht haben und das Typische wie Krippenspiele und all sowas. Und ja, dann habe ich da angefangen, so erste kleinere Rollen zu spielen, wobei ich auch sagen muss, dass die größeren Rollen dann immer die Älteren bekommen haben, einfach zur Sicherheit. Es waren halt wirklich junge Kinder dabei. Und ich wollte dann aber immer mehr spielen und wollte das dann im Prinzip auch über das Singen sozusagen stellen. Und dann haben meine Eltern gemerkt, so langsam, okay, scheinbar macht dir das wirklich Spaß und scheinbar scheint es ihr auch zu liegen, weil auch mehrere Leute dann, sag ich mal, auf meine Eltern zugekommen sind und gesagt haben, dass sie das toll finden, wie ich das gemacht habe. Und genau, so hat das dann im Prinzip angefangen, dass man das weiter beobachtet hat und ich dann, je nachdem, was du dann noch wissen möchtest, immer den Rückhalt von meinen Eltern habe und gehabt hatte. Und genau, was da so die Möglichkeiten waren, war halt im Chor, wo ich dann halt 10 Jahre gesungen habe. Später ging es dann an der Schule weiter, dass wir, aber das ist dann schon ein kleiner Zeitsprung jetzt, in der Oberstufe einen Dramakurs hatten und da haben wir Léonce und Lena aufgeführt. Und dann habe ich da, also das haben wir im Stadttheater dann gemacht, da die Rolle der Lena gespielt. Das waren so die Schauspielsachen, sage ich mal, in dem Bereich, wo ich direkt gewohnt habe, beziehungsweise immer noch wohne. Ja. War dir da schon klar, dass du das auch beruflich machen möchtest, oder bist du da dann eher so reingerutscht, sage ich mal? Also in der Oberstufe hatte ich dann tatsächlich auch schon gedreht. Ich glaube, das war so 16, 17, wo ich dann angefangen habe, wirklich zu drehen. Und bei mir ist das so, wo du das gerade fragst, da brauche ich eigentlich gar nicht überlegen, weil das stand bei mir außer Frage, dass ich das machen möchte. Also ich wusste schon immer, dass ich das machen will, habe das aber nie, sage ich jetzt mal so, wirklich vor anderen Leuten dann irgendwie geäußert oder irgendwie so, weil ich selbst aus nächstem Kreis dann immer so gehört habe, natürlich die Fragen irgendwie so, ja, wie macht man das denn? Oder das wollen doch so viele und das geht doch gar nicht so richtig, sage ich jetzt mal. Und natürlich hat man sich die Fragen dann auch immer gestellt, aber wenn man Herausforderungen nicht angeht, kann man daran nicht wachsen. Und genau, mit Hilfe meines Vaters haben wir das dann irgendwie, der mich immer unterstützt hat und das, wie gesagt, immer noch tut, habe ich dann meinen Weg gefunden. Und dann natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber es hat auch viel Arbeit dahinter gesteckt, dass ich dann, wie gesagt, 2016, 17 anfangen konnte zu drehen in meinem ersten Film. Also das finde ich ja jetzt schon spannend, weil du gesagt hast, okay, dann hast du auch schon gedreht.
Das fühlt sich jetzt für mich so an, als wäre das echt voll schnell dann gegangen. Das heißt, du hast mit deinem Vater recherchiert. Was habt ihr recherchiert? Also wie seid ihr das angegangen? Also wenn man, also das hört sich jetzt vielleicht so an, weil ich jetzt gerade 22 bin, aber wenn man schon schaut, so mit 5 äußert jemand den Wunsch, dann beobachtet man die Entwicklung und mit 16, 17 fängt man an zu drehen. Also wie gesagt, man muss das bei Kindern und Jugendlichen ja sowieso erstmal dann beobachten. Aber ja, dass man halt das Übliche, dass man so schaut, wo man vielleicht irgendwie ein Casting findet und wo jemand auf einen aufmerksam werden kann. Also das ist wirklich das Gängige, was ja auch gar kein Geheimnis ist. Und ja, immer dran geblieben, nie aufgegeben. Ich glaube, das war halt auch so der große Schlüssel. Und natürlich ist es dann Arbeit und Aufwand, aber es hat jetzt, sage ich mal, nie einen Moment gegeben, wo ich gesagt hätte, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich war immer neugierig, offen und habe mich gefreut auf die ganzen Herausforderungen. Ja. Und natürlich waren das halt hauptsächlich oder sind gewesen Komparsen-Castings, weil offene Castings, wissen wir beide und alle auch in der Branche, das sind meist Komparsen-Castings und den Rest, den kriegt man dann über eine Agentur. Ja. Du hast ja dann auch eine Agentur gefunden, glaube ich. Genau, Wie lief ja. das dann? Haben die dich gefunden oder hast du dich beworben? Das waren auch relativ, also zufällig, dass mir der Name von der Agentur gesagt worden ist, als ich mal sozusagen da bei so einem Casting mit dabei war, dass ich den aufgeschnappt habe und dass ich die dann angeschrieben hatte. Und die haben mich dann eingeladen, aufgenommen, Fotos gemacht und das war dann genau meine erste Agentur, es war auch eine Kinder- und Jugendagentur. Genau. Ah, heute bist du bei einer anderen Genau, mittlerweile. ich habe gewechselt. Ich glaube, da werden wir auch bestimmt nochmal drüber reden. Aber um das nochmal so zusammenzufassen, ich glaube halt wirklich, was der Schlüssel ist, auch wenn man das nicht hören möchte, und wenn das vielleicht als Überbetonung so dann rüberkommt, wenn man das sagt. Ich glaube, es ist halt wirklich einfach viel Arbeit, und vor allem auch ein bisschen Glück. Genau. Und Ja. Spaß, den man nicht verlieren darf. Ja. Und wahrscheinlich auch ein Geschenk, dass dein Vater dich darin so unterstützt hat. Also auf jeden Fall, Oder also deine ich, Eltern, ja. genau, also besonders halt auch, wie gesagt, mein Vater, der möchte das nicht hören. Wenn er das jetzt auch hören wird, den Podcast, dann wird er sagen, ja, das brauchst du doch nicht immer so sagen und so, aber es ist wirklich so, wenn der nicht da gewesen wäre, dann würde ich nicht dastehen, wo ich heute stehe. Und deswegen bin ich da halt auch sehr dankbar für und weiß das wirklich wertzuschätzen und werde das auch nicht müde zu wiederholen, genau. Also man Ja. braucht wirklich Unterstützer im nächsten Kreis, glaube ich. Ja, definitiv. Dem stimme ich zu. Okay, jetzt hast du es schon selber angesprochen, wie das dann weiterging. Das heißt, du hast dann gedreht und du hast dann auch irgendwann die Agentur gewechselt. Du hast ja keine Schauspielausbildung gemacht, wenn ich das richtig Genau, richtig. verstanden habe. Erzähl mal, was da so die Entscheidungen waren zum Agenturwechsel, aber auch, dass du keine Ausbildung machst, wie das dann so weiterging. Ich versuche das mal richtig zusammenzufassen. Also natürlich erstmal der Schritt, die Agentur zu wechseln. Ganz allein aus dem Grund, ich wurde dann natürlich auch älter und es ist eine Kinder- und Jugendagentur. Und diese Anfragen bekommen dann solche Agenturen halt auch. Und dementsprechend fängt man dann ja als natürlichen Schritt an, sich umzuorientieren. Und damals auch über eine ja, gute Freundin, sage ich jetzt mal, die in dem Bereich gearbeitet hat, habe ich meine neue Agentin kennengelernt, auch einer Art Fest, sage ich jetzt mal, und hatte mich dann nochmal bei der beworben, ihr meine Unterlagen geschickt und wurde da auch aufgenommen. Ich bin da immer noch, ich bin sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Namen überhaupt von Produktionen oder von Agenturen nennen darf. Darfst du, bei mir Darf ich? darfst du. Es geht ganz, ganz, ganz viel Liebe raus an die Agentur Neidig, an alle, die dort sitzen, an Claudia, Eva, Cordelia. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bei denen bin, dass die ja immer für mich da sind, ein offenes Ohr haben. Und genau, zu denen bin ich dann gewechselt, bin immer noch rundum zufrieden. Und die zweite Frage, die du gestellt hattest, war die Frage, ja genau, bezüglich der Schauspielausbildung. Das Ja. war natürlich eine Frage nach dem Abi, die große Frage, weil ich ja wusste, ich möchte das einfach weitermachen. Hatte mich dann auch im Gespräch mit meiner Agentur erstmal dagegen entschieden, weil ich ja schon, sage ich mal, Erfahrung im Film- und Fernsehbereich hatte. Und ein ganz ausschlaggebender Punkt zu dem Zeitpunkt war, dass ich gerade da eine Serienproduktion hatte, eine neue, also Think Big für Sat.1 Join. Es war eine Comedy-Serie und wenn man, ja, Schauspiel studiert, darf man in der ersten Zeit
nicht drehen. Und ich dachte, wenn das gerade so läuft, beobachte ich das erstmal weiter, mache das so mit. Und hatte dann halt auch Spaß bei Workshops oder so nebenbei. Genau, und habe dann gleichzeitig auch ein anderes Studium aufgenommen für die Zeit, in der man nicht dreht, weil jeder Schauspielende weiß das, man dreht nicht durchgängig. Genau, und habe dann angefangen, Geschichts- und Politikwissenschaften nebenbei für die freie Zeit, sage ich mal, zu studieren, was dann auch etwas darüber hinausging, über diese freie Zeitgestaltung, sage ich mal, weil wenn ich Sachen beginne, dann führe ich sie halt auch gerne zu Ende, beziehungsweise liegen mir die Geschichtswissenschaften auch sehr am Herzen. Deswegen habe ich auch vor kurzem meinen Bachelor gemacht. Aber da reden wir bestimmt auch drüber. Ich möchte jetzt nicht so viel. Genau. Oh, du hast so viele spannende Sachen gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Okay, nee, eine Frage brennt mir auf dem Herzen. Also, du hast dich gegen die Schauspielschule entschieden. Ich finde, das macht auch so voll Sinn in dem Zuge, wie du es erzählt hast, dass du da in der Produktion warst und so. Gab es irgendwann mal den Punkt, wo du das Gefühl hattest, so, vielleicht sollte ich doch eine Schauspielausbildung machen? Oder warst du immer so, hattest du immer das Gefühl, so, nee, ich kann das. Also ich, ne, weil es geht ja oft bei Leuten darum, dass sie denken, okay, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin fürs Drehen oder für den Job, für die Rollen, die ich dann kriege. Hattest du das auch oder hattest du immer so dieses Gefühl, nee, ich kann das machen, auch ohne Ausbildung? Zwei Sachen dazu. Ich glaube, diese Frage, bin ich gut genug oder dieses sich selbst hinterfragen, ich glaube, das ist relativ normal. In dem Sinne, falls man den Begriff normal setzen darf, weil was ist schon normal, das möchte ich dazu auch sagen. Aber halt einfach, weil man ja sich ständig weiterentwickelt. Und indem man sich diese Fragen stellt, also sich reflektiert, zeigt das ja, dass man sich mit sich selbst, aber auch mit dem, was man tut, auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Und das muss man dann abgrenzen. Also dieses Hinterfragen, was ich natürlich auch stetig habe mit neuen Herausforderungen oder besonderen Rollen. Also gab es auch schon ein paar, wo ich die ich gespielt habe, sage ich jetzt mal. Das muss man halt abgrenzen von diesen Selbstzweifeln. Und von Selbstzweifeln, da muss man sich halt selbst von befreien, auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst und schauen, ob diese Zweifel begründet sind. Und wenn die begründet sind, dann gibt es natürlich, also ist immer dieser Spruch, wenn man das Problem hat, hat man schon die Lösung. Dann wüsste man ja im Prinzip, dass man sich weiterentwickelt, zum Beispiel mit einem Coach, einem Mentor oder Workshops. Ich selbst, um das auf den Punkt zu bringen, natürlich hinterfrage ich mich auch selbst, aber nicht sozusagen in die Richtung, dass ich jetzt gezweifelt daran hätte, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen habe, weil für mich war das der richtige Weg. Ich glaube, es ist auch immer der richtige Weg. Man geht ja sowieso nicht einen Weg, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit geradeaus. Es gibt ganz viele Wendungen, vielleicht muss man umkehren und es ist ein stetiges Suchen und Finden. Das heißt, natürlich gab es Momente, die haben sich aber nicht unbedingt auf das Schauspiel bezogen, wo ich mich dann hinterfragt habe und gedacht habe, gehe ich jetzt überhaupt hier den richtigen Weg? Und die andere Frage, die da ja so ein bisschen mitgeschwungen hat, war bei dir ja auch noch dieses gut genug. Also ich würde allgemein sagen, man sollte nie an sich selbst, sage ich mal, zweifeln in erster Linie und sich fragen, ob man gut genug ist, weil ja, jeder Mensch ist gut genug für das, was er tut. Und selbst wenn man in einem Bereich nicht gut genug ist, seiner Ansicht nach, oder vielleicht merkt, hey, das liegt mir nicht so, dann gibt es andere Bereiche, in denen man sich ausprobieren kann, auch im kreativen Bereich. Und das kommt jetzt auch noch mit dahin zu. Ich habe ja eben gesagt, dass ich mich auch hinterfragt habe, oft bei Momenten, ob ich auf dem meinem richtigen Weg bin. Das bezog sich und dann halt in dem Sinne und das bereut habe, dass ich diese Ausbildung nicht gemacht habe. Das bezog sich dann eher, sage ich mal, auf die Leute, die ich um mich rum hatte, weil ich natürlich gedacht habe, hey, wie cool wäre das, nämlich mit Leuten auszutauschen. Ich merke das ja auch jetzt, weil ich Freunde habe in der Filmbranche, wie schön das ist. Die teilen die gleiche Leidenschaft. Und das fehlt natürlich so ein bisschen, wenn man nicht gerade wirklich in dieser Bubble ist, was vielleicht ein Nachteil ist, aber auch ein Vorteil in manchen ja, Lebenslagen, weil ich ja auch durch mein anderes Studium andere Leute kennengelernt habe, die andere Perspektiven aufs Leben haben, wodurch ich auch wieder andere Erfahrungen gesammelt habe. Also ich kann da ganz lange drüber reden, wie du merkst. Also ich versuche aus jedem so das Positive für mich herauszufiltern und ich glaube, das geht auch ganz gut. Ja, ich finde das super spannend mit dem Umfeld. Das ist natürlich, das, wie du sagst, alles hat Vor- und Nachteile. Wenn man zu sehr in einer Bubble ist, das ist manchmal auch too much oder, ne, dann braucht man wieder so die andere Seite. Also ich glaube, die Balance ist War ich auch, ja, wichtig. ganz oft. Du hast jetzt gerade schon so deine Rollen auch oder herausfordernde Rollen auch angesprochen.
Wie gehst du daran, wenn du das Gefühl hast, oder vielleicht möchtest du auch ein Beispiel nennen, was war vielleicht eine herausfordernde Rolle, an der du gewachsen bist und wie bist du da rangegangen? Gott, ja, danke, dass du gesagt hast, eine, weil dann muss ich mich entscheiden und muss da nicht viel nachdenken, weil das weiß ich schon. Das ist auch ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir und ich erinnere mich da sehr gern dran zurück. Und es wird dieses Jahr auch ausgestrahlt. Ich weiß noch nicht wann. Und zwar handelt es sich um die Folge Ein starkes Team, Gemma. Das ist ja ein 20:15 Uhr Film am Samstag im ZDF. Und es wird jetzt einer ausgestrahlt, ich glaube Ende Mai, und danach müsste mein Fall kommen. Deswegen, ich bin da schon am Beobachten. Und da habe ich tatsächlich die Gemma gespielt, also die titelgebende Figur. Und oh Gott, wie fange ich da an? Also das war halt auf ganz vielen Ebenen total spannend, weil einerseits ist die Geschichte total vielschichtig und komplex, so halt auch meine Figur, um die sich halt sehr viele Linien und Kreise ziehen, die dann irgendwie ja auf das Ende hinauslaufen des Films, was ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte. Also es war halt emotional gesehen halt schon anstrengend durch diese Komplexität, die sich da so zuspitzt und durch Sachen natürlich, die ich selbst persönlich nie erlebt hatte. Und auf der anderen Seite, also man kann vielleicht auch sagen, sie ist minderjährig und sie ist halt auch eine junge Prostituierte, das kann man auch mit dazu sagen, hat ein schwieriges familiäres Umfeld, eine Art toxische Beziehung zu einem jungen Mann, der älter ist als sie, sehnt sich total nach Liebe, die sie aus ihrem familiären Umfeld nicht so gesehen bekommt und sucht sie dann da und dann gibt es halt da auch ganz viele Probleme. Gibt natürlich einen Mordfall, da bewegt sie sich auch mit drin rum und die Polizei und also das zu der Geschichte einfach mal. Und dann gab es noch eine Herausforderung, die mir aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Gemma hat zwei Tanzszenen und so habe ich Heels Dance gelernt. Habe da Training aufgenommen, also habe Tanzstunden bekommen und das waren dann halt, wie gesagt, körperlich wie auch emotional zwei Richtungen. Ja, wo ich auch sagen musste, ich muss das durchziehen, ich mache das jetzt, ich schaffe das mit dem Tanzen, weil da hatte ich meine größte Unsicherheit, muss ich sagen, weil ich manchmal Schwierigkeiten habe, bei sowas dann aus mir rauszukommen, aber es hat alles super geklappt. Einfach machen, Cool. nicht so viel Ja, denken. ja. Und wenn jetzt eine Rolle emotional schwierig ist oder auch gerade sowas erlebt hat, was du persönlich noch nicht erlebt hast, nimmst du dir dann einen Coach oder wie gehst du an eine Rolle ran? In die Hinsicht hatte ich noch kein Coaching, muss ich sagen, weil ich immer erst selbst versuche zu schauen, wo liegen da meine Grenzen, was finde ich für mich heraus, was für mich richtig sein könnte. Was nicht bedeutet, dass ich auf jeden Fall, also Workshops machen total viel Spaß, aber mir vielleicht in Zukunft keinen Coach nehmen würde oder dass mir da vielleicht einer beiseite gestellt werden würde. Die Sache ist bei mir dann immer so, ich glaube, es geht halt ganz viel über Recherche. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, um die Gedankenwelt so einer jungen Person nachzuvollziehen, die damit auch total fein war, Entschuldigung, dass mir sie diese fliegen hier Prüfung die ganze Zeit gemacht. Fliegen durch. Ich wollte Alles dich nicht gut. unterbrechen. Alles gut, kein Problem. Ja. Zu einem gewissen Punkt. Und dann ist es natürlich diese Auseinandersetzung mit dem Text, mit der Figur, mit der Erarbeitung von Backstory und alles, was dazugehört. Und dass man sich so rantastet, weil je mehr man sich mit der Figur und sage ich mal, dem Text beschäftigt und natürlich dem ganzen Buch, nicht nur meinem Text, desto mehr kriege ich ein Verständnis für diese Figur und je mehr das Verständnis wächst, desto mehr kann man sich einfühlen. Und wenn man sich dann auch da reinschmeißt und das spielt, dann wird man zu dieser Figur. Also ich glaube, das beste Beispiel ist halt einfach, ich habe das wirklich so geliebt. Es war so schön. Ich habe ja 3,5 Wochen ungefähr in Berlin gewohnt, dann auch dafür. Und dadurch, dass ich aber auch gemerkt habe, dass ich dazu wirklich geworden bin, ist dieser Moment gewesen, am letzten Drehtag, wo wir auch die letzte Szene des Films gedreht haben. Und ich habe dann natürlich danach auch geweint, weil das ganze Team und die ganzen anderen Schauspielerinnen waren einfach super und es hat so, super viel Spaß gemacht. Aber danach war ich dann erstmal in meinem Apartment zurück und dann lag ich da so in dem Bett und ich habe mich total leer gefühlt. Und ich dachte erstmal so, okay, das war's jetzt. Und auf der einen Seite, also ich dachte irgendwie, es würde mir schwerer fallen, mich davon zu lösen. Auf der anderen Seite ist mir so eine Last irgendwie auch abgefallen. Und ich dachte, das war das beste Projekt, was ich bis jetzt so gemacht habe.
Also auch, weil ich einfach zufrieden war mit dem. Ich hoffe, das wird halt auch so schön, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und auf der anderen Seite, dass ich aber irgendwie auch sagen konnte, es war gut, dass es jetzt zu Ende war, weil es halt emotional so geschlaucht hat. Wenn du weißt, Ja, was ich meine. Ja. total. Ich bin Ja. voll gespannt auf das Projekt. Ich will es Oh, jetzt ich schon hoffe, sehen. da gibt es nicht so viele und am Ende gucken sich das Leute an und denken sich so, okay, cool. Aber dann war das meine Wahrnehmung wenigstens, was mir sehr gefallen hat, ja. Nee, Und richtig. an dem, um auf die Frage dann auch nochmal zuzukommen, bin ich sehr gewachsen. Genau. Für mich persönlich halt auch. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Ja, wahrscheinlich für dich persönlich und auch als Schauspielerin. Genau, für beide Sachen. Gut, dass du es Ja, nochmal sagst. Also als ja. Schauspielerin, aber halt auch persönlich, ja. Ja, voll schön. Wie gehst du dann mit so, also wenn so ein großes Projekt auch nach 3 Wochen, das ist ja auch viel Drehzeit, viel Emotionales, was da passiert und so weiter, wenn es dann zu Ende ist, das kennen ja sicher viele, dass nach so einem Projekt dann auf einmal so eine Leere kommt. Wie gehst du damit um und beziehungsweise wie gehst du dann weiter, um nicht irgendwie in ein Loch zu fallen oder so? Eine sehr gute und interessante Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine universelle Antwort drauf, weil ich glaube, da, also jeder Mensch wird da, also auch ich reagiere anders nach jedem Projekt, abhängig von dem Projekt, aber auch von meiner momentanen Lebenssituation. Also bei Gemma war das halt so, dass ich schon wusste, dass ich zwei weitere schöne Projekte hatte, auf die ich mich gefreut habe. Dann halt auch im Sommer dann. Das war einmal für eine Sache an der HFF München und einmal für den Kinofilm Enkel für Fortgeschrittene. Das wusste ich da schon, deswegen hatte ich mich darüber, also darauf sehr gefreut. Zum anderen war das aber so, dass ich, bevor ich Gemma gedreht habe, hatte ich noch einen Drehtag, sage ich mal, für ein anderes Projekt direkt vor dem ersten Drehtag für Gemma, aber davor, das, also in dem Jahr, ging es mir zum Beispiel nicht so gut. Und da könnte ich sagen, ich war da in so einem Loch, weil jeder weiß das auch. Am Anfang des Jahres wird halt relativ wenig, also weniger noch gedreht oder produziert, eher so Serienproduktion und dann ist ja auch die Berlinale und so. Und da war das eher schwierig für mich. Ich kämpfe mich da immer raus, sage ich jetzt mal. Können wir auch gerne drüber reden, wenn du irgendwie dazu mehr wissen willst. Aber manchmal muss man dann auch einfach akzeptieren, wenn es einem nicht so gut geht. Man darf halt nur Ja. nicht in diesem Loch drin bleiben. Und ja, auf der anderen Seite wiederum gewinnt man ja auch immer mit Abschluss eines Projektes was. Deswegen versuche ich da mein Fokus drauf zu richten. Und ich habe ja auch noch das Studium. Ja. Das bedeutet, dass ich da dann halt weitergemacht habe. Ich habe das ja auch parallel gemacht. Hatte dir auch erzählt, dass ich auch an der Uni arbeite, habe dann Online-Kurse teilweise auch da gegeben. Wo ich aber jetzt auch gemerkt habe, wie gesagt, ich mache jetzt ganz viele Pfade auf. Ich hoffe, das ist okay, aber Alles gut. dass das aber, weil, wo du auch sagtest, so wie oder wie gerät man erst gar nicht in so ein Loch? Klar, wenn man sich dann in das nächste stürzt, also vielleicht dann voll weiterpowert mit dem Studium. Was ich jetzt aber rückblickend sagen muss, wie ich das angegangen bin, da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Rückblickend sage ich, das hat alles funktioniert. Ich habe auch alles mit den Leistungen, die ich, sage ich jetzt mal, erreichen wollte, durchgezogen, weitergemacht und so. Aber rückblickend muss ich sagen, so für die mentale Gesundheit war das nicht förderlich und ich würde es keinem so empfehlen. Und vielleicht bin ich da einem Loch entgangen, aber das holt einen dann irgendwann ein. Aber meinst du, weil, also nicht förderlich, weil es zu viele Dinge waren? Oder, also was konkret war, du meintest ja, das war vor 2 Jahren, ne? Oder, also genau, Also vor. Gemma habe ich letztes Jahr gedreht, aber Ja. diese Phase, wo ich die Sachen so durchgezogen habe, das war schon so seit Mental, ja. Beginn der Corona-Pandemie, wo ich da auch sagen muss, Corona kam mir da etwas zugute, sage ich jetzt mal, und zwar aus dem Grund, dass ich hatte ein Semester in Präsenz an der Uni, habe dann aber auch angefangen, mehr zu drehen, und dann kam halt Corona. Und also wer halt immer sagt, ja, Studierende, die feiern nur, da meint er nicht die Studierenden, die richtig studieren, weil dann ist ein Studium ein Vollzeitstudium. Ja. Das ist nicht ohne Grund so genannt. Und ich habe das halt sozusagen Vollzeit gemacht, aber nebenbei gedreht. Ja. Und durch Corona hatte ich den Vorteil, dass alles online war. Das heißt, ich konnte, egal wo ich war, parallel Sachen nachgucken oder anhören oder halt dann auch irgendwie am Abend machen, wenn ich mit Dingen fertig war. Also Schauspiel ist und war für mich da immer noch Priorität. Aber natürlich, wenn man etwas Vollzeit macht und dann irgendwie auch dreht und dann irgendwie nebenbei noch Sachen irgendwie vielleicht für sich machen möchte und da bleibt was auf der Strecke.
Ja. Das heißt, wie hast du dich da wieder rausgebracht aus dieser Ich bin Situation, gerade, beziehungsweise wie ja. würdest du jetzt mental damit anders umgehen oder wie bist du auch damals mental damit umgegangen? Meinst du jetzt mit meiner konkreten Situation oder geht es jetzt gerade noch um Tipps für Leute, wie man nicht in ein Loch Sag fällt? mal deine konkrete Situation und die Tipps können wir dann danach auch Ja, also bei mir war das im Prinzip die ganze Zeit so, also meine Eltern, die wussten halt, was ich alles parallel mache und nebenbei. Und die haben halt immer schon gesagt, das kannst du auf Dauer nicht durchziehen, das wirst du so nicht machen, das tut dir selbst nicht gut, vor allem auch, weil mein Vater zum Beispiel immer sich als Beispiel genommen hat, weil der früher auch sehr viele Sachen so parallel gemacht hat und gesagt hat, irgendwann bleibst du selbst auf der Strecke, du musst doch jetzt irgendwie mal schauen, dass du das gerne machst, was du halt gerne machst. Es kann ja nicht sein, dass du den ganzen Tag nur arbeitest, immer wenn ich dich sehe, bist du am Arbeiten in irgendwelchen Bereichen, auch wenn dir deine Arbeit Spaß macht, irgendwann wird man das nicht so durchziehen können. Und dann habe ich irgendwann auch so langsam realisiert, okay, das hört nicht auf und es ist halt wirklich zur, ja, Normalität für mich geworden, am Abend einfach keinen Film zu gucken oder nicht zu lesen, sondern irgendwie auch zu arbeiten oder was weiß ich zu tun. Und natürlich habe ich mir das selbst ausgesucht, also selbst gewähltes Schicksal, sage ich jetzt mal. Aber wenn man dann in sowas reingerät und dann irgendwie kommt man natürlich auch nicht so schnell wieder raus, beziehungsweise es hat sehr lange gedauert, auch bis ich das realisiert habe. Ich habe gesagt, na, das funktioniert doch alles und ist auch alles super und die Leistungen, die ich erreiche und sowas. Und dann war es jetzt aber so, dass es bei mir so war, dass ich den Bachelor jetzt gemacht habe. Und ich habe schon im letzten Jahr gemerkt, es wird gut, dass wenn das jetzt weniger wird, weil ich habe auch mein Latinum noch nebenbei gemacht. Also das war dann halt auch nochmal im Prinzip relativ aufwendig. Ja, weil mein Schwerpunkt im Studium war die oder ist die alte Geschichte. Ja. Deswegen, und ich möchte meine römischen Quellen selber lesen können. Genau, und dass ich dann halt so entschieden habe, okay, ich möchte das irgendwie entschleunigen. Ich muss das irgendwie auch entschleunigen. Ich muss, wenn ich halt, wie gesagt, mich auch auf etwas fokussieren möchte und wirklich mehr Zeit damit verbringen möchte, also mit Schauspiel in der Filmbranche oder auch mal ins Kino gehen und ins Theater gehen, all diese Sachen, da muss ich halt entschleunigen. Und dann stand ich halt vor der Frage, wie mache ich jetzt am besten weiter? Also mache ich jetzt eine Pause, mache ich meinen Abschluss? Deswegen habe jetzt meinen Bachelorabschluss gemacht und ich arbeite auch noch an der Uni, aber ich habe auch vor, irgendwann, ich möchte auch da jetzt keinen Zeitpunkt nennen, weil das schaue ich, wann die Zeit für mich richtig ist. Möchte ich meinen Master einfach aus reinem Interesse und dann hoffentlich auch wird mir das gelingen, das so fortzusetzen, dass ich dann auch sagen kann, nicht so wie jetzt, ich mache alles, sondern dass ich auch mal sagen kann, okay, jetzt passt es nicht, jetzt pausiere ich ein Semester. Das habe ich jetzt beim Bachelor, wie gesagt, nicht gemacht. Und ich hoffe, dass mir das gelingt und der Bachelor ist fertig und der Master ist jetzt erstmal auf Pause-Taste gedrückt. Jetzt erstmal, bevor ich weitermache. Also das heißt, entschleunigen hieß bei dir Prioritäten setzen. Genau, richtig. Ja. Und da muss man auch erstmal rausfinden, wie man das macht. Genau. Also, wie gesagt, Schauspiel war das war für mich klar, aber wie ich mich dann löse und so. Ja. Okay, das heißt, also was würdest du jetzt, wenn wir zu den Tipps kommen, was würdest du anderen Menschen mitgeben, die vielleicht auch zu viel machen oder die irgendwie sich gerade in so einem Loch befinden? Wie kommt man da wieder raus? Also, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen für mich. Also, wenn man sich in einem Loch befindet, egal in welcher Lebenslage, Ja. das hört sich dann immer so einfach an, aber wirklich einfach Kopf nicht in den Sand stecken. Also, wenigstens diesen Gedanken haben und einfach, das hatte ich ja auch am Anfang schon gesagt, sich hinterfragen, warum befinde ich mich in dieser Situation? Warum geht es mir gerade so, wie es mir geht? Und kann ich das ändern? Und wie kann ich das ändern? Und natürlich kann man an einer Situation, sage ich jetzt mal, also manche Situationen kann man kontrollieren. Und da muss man sich halt immer, muss man auch fragen, gibt es jetzt Situationen, die ich nicht kontrollieren kann? Gut, dann kann ich die nicht kontrollieren. Aber die Sachen, die ich kontrollieren kann, die zu meinem Wohlbefinden ja beitragen können, die kann ich kontrollieren. Das heißt, ich versuche Dinge zu tun, die ich gerne mag. Und wenn ich in gewisser Abhängigkeit stehe zu Personen in Situationen, die ich mich begeben möchte, kann ich die aber halt nicht kontrollieren. Und das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel im Filmbereich, wenn ich gerade dann irgendwie nicht drehe, das heißt aber nicht, dass ich mich nicht mit dem Bereich beschäftigen kann, dass ich nicht Filme gucken kann, dass ich nicht drehen kann, dass ich mich nicht mit Leuten austauschen kann, dass ich nicht tolle Podcasts wie deinen hören kann, mich inspirieren lassen kann.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Hat mir mal so geholfen. Es ist auch, wie gesagt, leichter gesagt als getan. Und zu dem anderen, wenn Leute zu viel machen, das ist auch leichter gesagt als getan. Ich arbeite da auch wirklich sehr an mir, weil ich viel zu viel teilweise überdenke und nachdenke und hinterfrage. Also muss immer eine Balance sein, aber auf mein Herz zu hören und auf mein Bauchgefühl, weil ganz oft weiß das schon von Beginn an, was eigentlich abgeht und was gut für mich ist. Und deswegen sollte man nicht aus falschem Stolz oder zu viel Ehrgeiz Sachen machen, wo man eigentlich weiß, das funktioniert so und das läuft so, aber es ist für mich persönlich nicht gut. Ja. Das wäre so die Sache. Da sprichst du mir voll aus der Seele oder aus dem Herzen. Ich Sehr bin gut. ähnlich. Ich bin auch sehr diszipliniert und mache dann so, zieh die Dinge durch, aber es ist dann auch oft zu viel und ohne Pause. Aber deswegen finde ich deinen Podcast auch so gut, weil mit deinen Gästinnen, aber halt auch du selbst sprichst da ja auch aus deinen persönlichen Erfahrungen und dir ist das Thema mentale Gesundheit oder vor allem in dieser Branche, weil die so schnelllebig ist, weil man auf jeden Fall das Gefühl hat, man steht in so vielen Abhängigkeiten und man sollte omnipräsent sein und wenn man überall präsent ist, aber auch nicht wieder gut und all diese Sachen, ist halt keine festen Arbeitsstrukturen in gewissen Bereichen und gerade deshalb ist es halt wichtig, so auf sich zu achten. Ja, absolut. Das sehe ich genauso. Gleichzeitig, es ist halt auch so interessant, wenn ich dich jetzt anschaue mit deiner Geschichte, also dass du studierst und ich spüre so richtig diese Neugier für diese Themen auch, also das wirklich Ja. das Interesse und aber auch die Leidenschaft für das Schauspiel. Und natürlich, wenn beides läuft, das ist viel, ne? Und dann gleichzeitig braucht man irgendwie auch ein Privatleben. Aber jetzt zu meiner Frage, was ist das, was dich antreibt? Ich sag dir, warum ich das frage, weil ich finde das inspirierend. Ich hatte einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, was mich antreibt. Und da wusste ich auch nicht mehr, was mir Spaß macht. So, und deswegen, ich sehe, dass das, was du machst, so von innen heraus kommt. Und ich glaube, dass du deswegen auch so viel Energie hast. Und deswegen die Frage, was ist das, was dich antreibt? Ich kann es auch weiter ausführen, aber sagen wir es mal einfach so, ich kann nicht ohne. Also, das ist ja immer so die Sache. Man fragt sich, oder wenn man sich dann fragen würde, was wäre, wenn ich das nicht hätte? Sagen wir es mal so, dann wüsste ich, was mir fehlt, weil ich Ja. kann es, also es, wie gesagt, also ich wollte es wirklich, seitdem ich total klein bin, es geht ja halt hauptsächlich um dieses Schauspiel, sage ich jetzt mal. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn das, also man kann das manchmal gar nicht erklären, weil manchmal, vielleicht sollte man sowas auch nicht erklären. Man fühlt ja von innen heraus etwas, was du jetzt so wahrgenommen hast als Energie. Und das ist auch wirklich das, was mich antreibt. Also ich könnte nicht ohne, mir würde was fehlen. Und es macht mir einfach Spaß. Das ist auch wieder Ja. dieser Schlüssel. Es macht mir halt einfach Spaß. Und deswegen beschäftige ich mich gerne mit diesen Bereichen, mit diesen Themen drumherum, stelle mir dazu Fragen und was ich halt auch ganz interessant finde, also es erfüllt mich und es ist für mich auch Erfolg, weil für mich ist Erfolg nicht gemessen an irgendwie einer gewissen Macht oder Geld oder was weiß ich, woran halt viele in erster Linie denken. Ich habe mir mal, also mich mal mehr mit diesem Begriff auseinandergesetzt und für mich gedacht, Erfolg bedeutet für mich das, wenn ich mich mit diesen Sachen umgeben kann, die mir gut tun, die meine Leidenschaft sind. Und deswegen ist es ja relativ plump gesagt, aber im Prinzip könnte ich dann ja sagen, ich bin erfolgreich, weil ich tue das, was ich ja liebe und vor allem auch, ich habe das Privileg, dass ich das darf und dass ich das kann Ja, momentan. ja. Ja, weil ich halt auch jung bin und noch nicht in so vielen Abhängigkeiten stecke, wie vielleicht manch ältere Personen, die dann vielleicht sagen würden, ja, ich kann das jetzt nicht in dem Maß, ich versuche es. Also ich sage nicht von Anfang an, ich kann das nicht, weil man kann immer was versuchen, aber dass sie sagen, es gibt gewisse Abhängigkeiten, aus denen kann oder will ich mich nicht lösen, weil ich mich gerade in einer anderen Situation befinde, die man mit meiner wahrscheinlich dann nicht vergleichen kann, ja. Ja. Wenn das Sinn ergibt, was ich jetzt Es sagte. gibt, er gibt total Sinn. Ja. Ja, also klar, du hast das Privileg, das zu tun, was dir Spaß macht. Und gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, so von außen gesehen, oder ich als Coach, ich habe ja auch schon viele Dinge und Fälle erlebt, so, ich würde auch sagen, du erlaubst es dir auch, das zu tun. Weil es gibt auch Menschen, die erlauben sich das nicht, unterbewusst eher. Aber
Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ach, darf ich das sagen? Ich werde wieder Ärger von meinem Vater bekommen. Aber das liegt halt auch wirklich, muss ich sagen, an dieser Ermutigung. Also, mein Vater meint auch, das Schönste ist natürlich, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und aber auch gesagt, mach immer das, was dir Spaß macht. Ich unterstütze dich, solange es geht. Probier dich aus. Teste, was du möchtest. Und wenn du dann feststellst, dass es dir nicht liegt, dann mach was anderes. Ich und auch meine Mutter sagt dann auch, wir sind für dich da. Und ohne das hätte ich mich das vielleicht auch nicht getraut. Ja, das ist auch ganz viel wert. Also muss ich auch mal sagen, danke an deinen Vater und deine Mutter. unbekannterweise, Ja, aber man schätzt, also man sollte seinen Eltern dann auch wirklich die Dankbarkeit zeigen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, ja. total spannend. Mich würde jetzt auch interessieren, was dich an deinem Studium, also du hast vorhin gesagt, alte Geschichte ist dein Schwerpunkt, ne? Das finde ich ja, ich weiß ja gar nicht, worum es da Ja. ganz genau geht, aber ich finde es irgendwie allein das schon interessant, dass dich das so interessiert. Was ist da so spannend für dich? Ich bin auch Tutorin für alte Geschichte, also an der Uni. Also um das dazu noch zu festigen und das so weiterzumachen. Also mich hat, sage ich mal, wenn ich das so grob sage, Geschichte schon in der Schule total interessiert, also allgemein. Konnte da leider aber keinen Leistungskurs in Geschichte machen, weil ich ein bilinguales Abitur gemacht habe und deswegen musste ich Geschichte auf Englisch haben. Hatte da aber auch einen sehr tollen Geschichtslehrer, der mich auch beraten hat, der wusste das auch mit dem Schauspiel. Ich habe auch ganz viele andere tolle Lehrer gehabt und auch einen Lehrer, sage ich jetzt mal, in der Oberstufe hat man ja keinen Klassenlehrer mehr, aber so die Lehrer, die für einen Leistungskurs immer auch zuständig sind und der war halt auch Oberstufenkoordinator und der hat mir das halt auch mal ermöglicht, dass ich zu Dresden, sage ich jetzt mal, freigestellt worden bin. Also einen großen Dank an ihn, aber auch an meinen Geschichtslehrer, der das natürlich auch wusste mit dem Schauspiel und der mich trotzdem dann beraten hat, hingehend Studium und mich dann ermutigt hat, Geschichte auch mit zu studieren, so, was ich dann natürlich auch gemacht habe. Und was mich so an Geschichte allgemein fasziniert und interessiert ist, dass für mich ist es so, ich bin der Auffassung, dass man, dass es ganz viele Strukturen und Prozesse gibt, gegenwärtig, die sich auch schon in der Zukunft, sage ich mal, abzeichnen und die sich in einer gewissen Form schon einmal in der Vergangenheit ereignet haben. Weil wir reden immer, wenn wir uns in den Geschichtswissenschaften mit, ja, Dingen beschäftigen, vordergründig über Menschen. Und Menschen leben jetzt, Menschen haben früher gelebt und Menschen damals hatten, ich sage das auch mal jetzt vereinfacht ausgedrückt, ich hoffe, man weiß, was ich damit meine, Menschen hatten damals die gleichen Probleme wie heute, nur in anderer Form und sind anders damit umgegangen. Und wenn wir uns anschauen, wie sind die damit umgegangen oder was gab es dort, können wir ganz viel für uns gegenwärtig lernen, aber auch, wenn wir zum Beispiel Kontinuitäten oder Problemwiederholungen, sage ich mal, erkennen. Und wenn wir jetzt sozusagen dann an den Arbeiten mit Erkenntnissen aus der Vergangenheit, können wir uns besser auf die Zukunft, sage ich jetzt mal, vorbereiten oder schauen, wie wir Probleme zukünftig angehen. Natürlich, also diese Grunderkenntnisse, sage ich mal, weil natürlich die Zeitalter ändern sich auch, die Schnelllebigkeit und unsere ganze Digitalisierung und sowas kann man natürlich dann nicht vergleichen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine mit diesen grundlegenden, vielleicht auch existenziellen Fragen. Und alte Geschichte, warum das gerade das ist, das weiß ich auch nicht. Das kann ich auch nicht erklären. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns damals in der Schule nicht so viel damit beschäftigt hatten. Also das ist ja nicht so auf dem Lehrplan. Und wenn man da was macht, dann kann ich mich daran erinnern, haben wir uns mit griechischen Göttern beschäftigt, beziehungsweise Mythologie und Sagen, was mich dann natürlich voll ja, gefangen hat, wo ich auch einen Vortrag damals drüber gehalten habe. Und da ist so meine Liebe zur alten Geschichte entstanden. Zur Antike, zur griechischen und römischen, wenn wir darüber reden, vielleicht dieses Sagenumwobene und auch, dass es da wirklich sehr, sehr viele Parallelen gibt zu gegenwärtigen Dingen, wie ich schon gesagt habe, was man vielleicht von der Antike gar nicht denken würde. Ja, definitiv. Also ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber ich finde es auch spannend, wie so, also gerade so die alten Geschichten, also griechische Götter jetzt zum Beispiel, jetzt auch in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeit oder auch in der Spiritualität tatsächlich immer wieder dann auch genannt werden und Beispiele daraus genannt werden. Also ich stecke da bei weitem nicht so viel so tief drin wie du, aber ich finde es immer interessant, wenn solche Figuren aus der Geschichte
in die Gegenwart geholt werden. Genau, ja. So wie du das jetzt gerade erzählt hast, ich finde das total spannend, weil eigentlich studierst du Menschen in deinem Studium, aber auch in in deinen Rollen. So, und Genau. du hast ja auch gesagt, ich glaube, also das hast du mir, glaube ich, gesagt, aber sagst du, glaube ich, auch in deinem About Me, Ich dass weiß, die was du meinst, ja. Herangehensweise gar nicht so Ja. unterschiedlich ist. Ja. Erzähl mal, was meinst du damit? Ja. Also bei mir geht es immer so um Lerneffekt. Und als ich das Studium begonnen hatte, war mir das gar nicht so bewusst, weil vielleicht, wenn man als schauspielende Person ja studieren möchte und aber Menschen studieren möchte, dann sagt man, okay, ich studiere jetzt Psychologie oder vielleicht Soziologie oder so, um mich mit menschlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich habe aber so gemerkt, ich beschäftige mich mit meinem Hauptgegenstand, das sind Quellen, mit denen ich arbeite. Und die Herangehensweise, wie ich mich Quellen nähere, ist der gleich, wie ich mich meinen Figuren annähere. Vielleicht Leute, die Schauspiel studieren, haben da ihre anderen Methoden, aber man findet ja, also es gibt ja auch nicht die eine Methode, man zieht sich ja aus dem, wo man, wie ich gesagt habe, lernen kann, um daran zu wachsen und sich zu verbessern. Aber ganz plump ausgedrückt ist es ja so, diese W-Fragen, die ich an meine Quelle stelle, wer ist das jetzt ja eigentlich, der Autor? Welche Intention hat der mit dem, was er tut? Welche Motivation? Wann hat der gelebt? Was schreibt der da? Aber was könnte er vielleicht wirklich gemeint haben, gemessen an den Beziehungen, die er tatsächlich hat? Und all sowas, also diese Standard-W-Fragen auch aus der Schule, die man irgendwie im Geschichtsunterricht sich stellt, die stelle ich auch an meine Figur. Muss ich ja zwingend, um die zu verstehen. Und das fand ich sehr cool, als ich das so für mich realisiert habe. Man kann Das ganz ist viel total miteinander spannend. kombinieren. Sowieso allgemein, wenn man unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven einnimmt, daran wächst man auch als Person. Und das hilft einem als Schauspieler und Schauspielerin, also die Erfahrungen, die man sammelt. Also ich würde dich ja wäre ich jetzt eine Casterin, nach dieser Story würde ich dich jetzt gerne in irgendeiner geschichtlichen Figur sehen. Gibt es Gerne. irgendeine geschichtliche Figur, wo du sagst, ach, die würde ich richtig gerne mal spielen? Also erstmal muss ich jetzt dazu sagen, momentan eigne ich mich nicht so gut für einen historischen Film, weil, wie du das wahrscheinlich erkennen kannst, oder die Leute dann in dem YouTube-Stream, ich habe rosafarbene Paintings in meinen eigentlich braunen Haaren, kann man aber natürlich ganz schnell wieder färben, ob schwarz oder braun oder meinetwegen auch blau oder was weiß ich. Das liegt daran, dass ich für die letzte, ja, für den letzten Film, für den ich gedreht habe, das war ein Fall für zwei Showbiz, die Rapperin Mila Hassel gespielt habe. Und die hat mal kurzerhand rosane Haare bekommen. Und genau, wo du das aber fragst, ehrlich gesagt würde ich mich einfach freuen, schon in einem historischen Film mitzuspielen. Ob das jetzt eine Person ist, die tatsächlich existiert hat, wo man natürlich eine ganz andere oder eine, ja, schon eine andere Herangehensweise hat als vielleicht eine fiktive Person, die erzählt wird, hätte ich total Lust drauf, würde mich dabei jetzt auch nicht irgendwie festlegen. Es geht, glaube ich, halt auch einfach dann um dieses Interesse zusätzlich, dass ich weiß, wie man geschichtswissenschaftlich arbeitet und dass ich denke, dass ich das dann auch nochmal so kombinieren kann. Liebend gern natürlich in einem Film, der vom Setting her, sag ich mal, die Antike bespielt. Aber wir wissen alle, solche Filme wie allgemein historische Filme sind sehr teuer. Und wenn man dann einen Film dreht, der ja die alte Geschichte spielt, weiß nicht, ob man die Gelder da zusammenkriegt. Aber hey, falls das irgendjemand sieht und so einen Film drehen möchte, ich wäre am Start. Ich würde dich dafür besetzen. Dankeschön. Richtig cool. Eine Sache hast du gerade noch gesagt, die fand ich auch spannend. Was wäre deine unterschiedliche Herangehensweise, wenn es jetzt eine Rolle ist, die es wirklich gab, eine Figur oder eine fiktive Rolle? Abgesehen von diesen Grundumständen, diesen historischen, die man sowieso rekonstruieren, für sich auch konstruieren muss, kann Fiktionalität einer Person selbst in einem historischen Setting, sag ich mal, Fluch und Segen sein, genauso wie dann eine Person, die man biografisch darstellen möchte, Fluch und Segen sein kann. Ich glaube, bei einer Biografie ist halt die Sache, dass man sich noch mehr selbst unter Druck setzen könnte und sagen, ich möchte jetzt dem gerecht werden, ich möchte diese
Figur darstellen, muss aber natürlich immer in dem Wissen sein, ich bin nicht diese Figur, also diese Person jetzt in dem Falle. Ich werde die auch nie sein können. Ich kann halt die so gut darstellen, wie es mir möglich ist, durch Recherche, sag ich mal, was es halt gibt an Quellenmaterial. Kann ich ins Archiv gehen, das würde ich machen. Kann ich mir Interviews anschauen? Gibt es noch ZeitzeugInnen aus dem Umfeld dieser Person, die noch leben? Lebt diese Person selbst? Kann ich die befragen? Kann ich Interviews führen? Also sowas würde ich dann auf jeden Fall machen. Museale Besuche auch auf jeden Fall, falls es da zum Beispiel konkrete Ausstellungen gibt, aber das könnte man auch bei einer fiktionalen Figur machen. Ich glaube, dieser Punkt ist halt einfach dieses Wissen, dass man, dass diese Person gelebt hat und dass man da vielleicht nochmal mehr den Anspruch hat, ich muss irgendwas richtig machen, obwohl das eigentlich komplett Blödsinn ist. Also davon sollte man sich befreien, aber ich glaube, das würde früher oder später auftauchen und dass man dann wahrscheinlich erkennen muss, dass man vielleicht aus seiner eigenen Person etwas, selbst wenn es diese, wenn diese Person lebt oder gelebt hat, mit einfließen lassen muss, um das glaubwürdig zum Leben zu erwecken. Spannend. Würdest du sagen, dass man in einer fiktionalen Figur dann vielleicht auch in gewisser Weise mehr Freiheit hat, diese Figur zu entwickeln? Ich glaube, das ist nochmal auch abhängig davon, was sich gewisse EntscheidungsträgerInnen darunter vorstellen, wie viel Mitspracherecht man hat. Ich würde, weil ich mir darüber noch nicht allgemein so viele Gedanken gemacht habe und auch beides noch nicht in dem Sinne gespielt habe, würde ich mir da jetzt an der Stelle noch kein Urteil darüber erlauben wollen. Ich glaube, es kommt dann auch wieder darauf an, um welche Figur es geht, was ihre Backstory ist, ihre Geschichte gerade. Und je nachdem kann man sich allein durch die Geschichte, die man erzählen möchte oder erzählen soll, eingeengt fühlen, in dem, wie man vielleicht an die Figur herangeht, aber vielleicht auch in dem, wie man sich in der Figur wiederfindet durch die Geschichte, die diese Figur erfährt. Also ganz konkretes Beispiel, weil wir in Deutschland auch sehr viele Filme der NS-Zeit haben, wenn man aber auch über Konzentrationslager redet oder sowas, da kann man sich auch als Mensch in der Figur, die man verkörpert, eingeengt fühlen, entweder durch Gewissenskonflikte, durch moralische Fragen, oder aber auch dadurch, dass man vielleicht jemanden spielt, der sich gar nicht hinterfragen würde, wir uns aber aus unserem gegenwärtigen, sag ich mal, hinterfragen würden und sagen würden, ich würde das gar nicht, ich kann das gar nicht mit mir vereinbaren, ne? Also solche Fragen, oder man ist halt selbst, spielt jemanden, der im KZ ist, was dann auch wieder einengend sein kann, sein wird, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Fragen, die man mitbedenken muss, deswegen kann ich eine eindeutige Antwort geben. Wow, aber das ist, ja, du hast Das recht, das kommt ist dann so in echt, meinen Kopf rein, so ja, wenn du es so ist die aber Frage wirklich, stellst. es ist ja wirklich so ein weites Feld. Ja, Also ja. inwiefern, auf welcher Ebene man sich dann eingeengt fühlt oder Ja. frei und so weiter. Also total spannend. Weil wir von Geschichten sprechen, mich würde noch interessieren, du schreibst ja auch, wie ich Hatte ich das jetzt gerade vergessen, schon ja, über die ganzen Anfragen, ja. wie ich das so mitgekriegt habe. Also zumindest, das hatte ich dir gesagt, dass ich das so ein bisschen verfolgt hatte, dass du ja, glaube ich, auch ein Drehbuch schreibst gerade, beziehungsweise ein Skript eingereicht hast beim Deutschen Fernseh-Krimi-Festival, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch nominiert wurdest. Erzähl mal, wie kamst du dazu, auch selber was zu schreiben? Also konkret der Fall, um das zuerst zu benennen, also ich war für den Drehbuch-Nachwuchspreis nominiert in Wiesbaden beim Deutschen Fernsehkrimi-Festival diesen Jahres, 2023. Das war kein vollständiges Skript, das sage ich jetzt mal so zur Sicherheit. Das ist, sind verschiedene Proben gewesen, die man da einreichen musste, die ich eingereicht habe, ohne das jetzt weiter auszuführen. Und genau, ich schreibe oder ich verfolge dahingehend nicht nur Ideen, sage ich mal, in Richtung Hausarbeiten schreiben. Damit bin ich ja jetzt auch erstmal durch, sondern möchte gerne, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und möchte gerne auch eigene Geschichten erzählen, um das mal so dastehen zu lassen. Und die Frage ist, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ich habe schon immer auch unglaublich, auch seit Kindstagen, unglaublich viel früher gelesen. Das ist ja immer diese Fantasie, diese Bilder, die man dann ausdrücken will, entweder im Schreiben oder im Spielen. Und ich habe immer schon gerne Geschichten geschrieben, auch viel zu lange. Man hatte ja früher Vorgaben in der Grundschule und alle haben sich dann immer gefreut, wenn ich auch vorgelesen habe. Das war damals in der Grundschule dann schon bekannt, wenn es die Hausaufgabe gab, Geschichten vorzulesen, sollte ich die Person sein, die das dann vorliest. Habe mich da auch dann immer sehr gefreut, dass ich das durfte, hatte da unglaublichen Spaß dran.
Die Lehrerin hatte damals meine Mutter gefragt, ob sie die Geschichten schreiben würde für mich. Meinte, nein, natürlich nicht. Und genau, wie es dann zum Schreiben kam. Also ich habe das so immer sehr gerne gemacht. Wir hatten damals, ich erzähle einfach mal jetzt ein bisschen, wenn das zu lang werden sollte, sag mir da Bescheid. Es gab damals zum Beispiel auch in der Grundschule, das hieß das erste Buch. Ich weiß gar nicht, ob es das in allen Bundesländern gibt, aber da wird halt ein Thema, glaube ich, vorgegeben oder ein Buchstabe, glaube ich, aus dem ABC. Buchstabe? Ich glaube, es war ein Buchstabe. Dann musste man dazu eine Geschichte schreiben, genau. Und eine Klasse hat einen Buchstaben bekommen, alle sollten eine Geschichte dazu schreiben. Am Ende wurde ausgewählt, welche Geschichte eingeschickt werden sollte, die dann, glaube ich, auch mit anderen Geschichten aus anderen Schulen zu diesem Buchstaben konkurriert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Geschichte wurde da damals veröffentlicht. Ich habe das Buch auch immer noch. Das hat mich dann natürlich auch gefreut. Und weitergehend war das dann irgendwie dann auch an der weiterführenden Schule, es gab dann so eine Art Inszenierungswettbewerb, sage ich jetzt mal, wo man Filmbeispiele auch ja, adaptieren konnte oder Poetry Slam vorführen konnte und so. Und ich habe mich dann daran gesetzt, eine Vision für oder von die Tribute von Panem selbst zu schreiben und Wow. dann zu inszenieren. Wir haben das da vorgeführt, also ich und mein sehr cooles Team damals haben da auch den zweiten Platz gemacht. Also dieses Schreiben hat mich dann immer schon begleitet. Schreiben, inszenieren, vordergründig dann Schauspiel und all sowas. Und ja, dann habe ich das gesehen und dachte mir, wenn man eine Chance nicht ergreift, dann hat man verloren. Also wenn man eine Chance ergreift, hat man nicht verloren, sondern eigentlich nur gewonnen, weil man sich getraut hat. Und dementsprechend habe ich das eingereicht. War dann irgendwann mal auf dem Rückweg von der Uni, war dann ein bisschen genervt, weil das war abends und musste dann noch einkaufen gehen. Und da hat sich mein Handy mit dem WLAN verbunden in diesem Laden und ich gucke auf meine E-Mails. Herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert. Und ich war so, huh, schlagartig wach und habe das dann da erfahren. Genau, in Momenten, wo man gar nicht damit rechnet. Ja, Sehr schön. cool. Deswegen diese random Story hier am Rande. Ja, es klingt für mich auch wieder so, es ist etwas, was du schon gemerkt hast früh, dass du darin gut bist oder ein Talent hast und das halt weiter verfolgst. So. Ich habe es einfach gemacht, genau, und einfach irgendwie. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Unabhängig, glaube ich, davon, dass man für jede Herausforderung wahrscheinlich irgendwie eine andere Herangehensweise hat, glaube ich, ich muss daran auch arbeiten, deswegen sage ich da nicht, dass ich, sondern dass man die Ruhe bewahren muss, sich einen Überblick verschaffen muss und auch immer wieder im Bewusstsein haben muss, Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden. Und wenn ich damit alleine nicht umgehen kann, ich setze mich sehr viel dann alleine mit Herausforderungen um. Also wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel hätte, könnte ich das wahrscheinlich einfacher beantworten. Aber ansonsten, das habe ich auch gelernt, dass es gut ist und dass man das tun sollte, Hilfe annehmen. Konnte ich ganz, ganz, ganz lange nicht. Aber nur Sprechenden kann geholfen werden, ne? Und deswegen, wenn man seine Probleme äußert, findet man viel, viel leichter Unterstützende. Also, die mich unterstützen dann. Also Unterstützer, Unterstützerinnen. Genau. Finde ich zwei sehr, sehr hilfreiche Tipps, an die ich mich selber auch immer wieder erinnern darf. Ich kann auch manchmal, also, oder es fiel mir auch lange schwer, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, mittlerweile kann ich es besser. Ich bin, glaube ich, immer noch nicht perfekt darin, aber Ich auch nicht. ich übe mich darin. Und auch das mit den Überblick verschaffen. Man ist ja dann so oft so, oh Gott, ne, dass man innerlich so in Genau, eine leichte darin darf man nicht Panik. geraten. Genau. Ja, genau. Und erst einmal durchatmet und sagt, okay, was ist jetzt eigentlich der Stand der Dinge? Also auch das ist etwas, was ich auch erstmal lernen musste, was ja auch wieder was damit zu tun hat, mit mal durchatmen und sich auch eine Pause gönnen und mal gucken, was ist eigentlich gerade Sache. Ja, also Zeit zum Nachdenken auf jeden Fall. Aber sagen wir es mal so, also Gefühle sollte man ja eh nicht verstecken. Nur dieses in Panik geraten ist nochmal was anderes als, sage ich mal, mit Gefühlen offen umzugehen, was, glaube ich, also ich bin manchmal etwas verschlossen, was so Gefühlsäußerungen angeht. Was ich aber auch eigentlich lernen möchte, dass ich das mehr
zulasse. Und deswegen kann ich auch sagen, also ich gerate auch manchmal in Panik. Ich hatte letztens da auch so eine Art Mental Breakdown, als ich an so einem entscheidenden Punkt, wo ich mich ja für etwas entscheiden musste, stand. Und dann habe ich auch angefangen zu weinen. Und dann dachte ich mir aber nachher, gut, mache ich mich jetzt mit dem fertig, Ja. wegen fertig und akzeptiere das jetzt. Ja. Okay, noch eine spannende Frage. Wie triffst du Entscheidungen? Ich versuche auf mein Bauchgefühl auch zu hören. Ich versuche nachzudenken, Pro und Contra abzuwägen. Also sagen wir es mal so, ich bin da nicht ein gutes Beispiel, was das angeht, weil ich denke zu viel nach. Und dann geht's ins Unnötige, um das mal zu verkürzen. Aber ich frage auch Personen, die mir wichtig sind und wo ich weiß, dass die ehrlich sind, um Rat. Und meistens nicht nur eine Person, sondern verschiedene Personen, damit ich halt verschiedene Perspektiven auf einen Bestand habe. Und dann versuche ich aber letztendlich, mich nicht davon zu sehr beeinflussen zu lassen, sondern das für mich aufzunehmen, anzunehmen, zu akzeptieren, die Meinung von anderen, weil die eh nicht unbedingt immer meiner Meinung entspricht. Aber das hilft auf jeden Fall. Und letzten Endes muss ich mich dann darauf besinnen, das reflektieren und für mich selbst entscheiden. Und es ist natürlich immer cool, wenn alle Leute sozusagen hinter meinen Entscheidungen stehen. Aber ich glaube, manchmal ist es auch so, wenn man Entscheidungen trifft, alleine trifft und nicht alle hinter einem stehen, ist das auch gerade das Ding, wo man durch muss und sagen muss, das ist ja das Merkmal von allein getroffenen Entscheidungen, die für mich sind, und da muss ich jetzt durch. Und später fühlt man sich aber unglaublich frei. Dann. Absolut. Ich habe letztens, weil du vorhin von Erfolg gesprochen hast, ich habe letztens auch was Interessantes gehört von einer meiner Mentorinnen, die gesagt hat, Erfolg ist eigentlich auch, Entscheidungen zu treffen. Weil es gibt viele Ja. Leute, die treffen keine Entscheidungen oder warten viel zu lange mit einer Entscheidung, wo es dann eigentlich schon zu spät ist. Und sie sagt, Erfolg ist eigentlich überhaupt Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie manchmal vielleicht für andere überhaupt keinen Sinn machen, aber man selber das Gefühl hat, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Und weil Entscheidungen immer dazu führen, dass man geht. Dass man Man was kann, macht, genau, dass man in genau. Bewegung bleibt. Ja. Boah, ich finde das gerade total wichtig, was du gesagt hast, weil, also zum einen dieses, also das kenne ich auch bei manchen Situationen, das wird jeder Mensch kennen, wenn man Sachen irgendwie rausschiebt, weil man Angst hat vor der Entscheidung oder Ja. weil man sich nicht damit auseinandersetzen will. Manchmal will man sich einfach nicht auseinandersetzen, weil man keine Lust hat, Pro und Contra abzuwägen. Und dann ist es, dann wird halt, kommt halt das, was ich eben gesagt hat, dann habe, dann ist das halt, man betitelt das am Ende als verpasste Chance. Und Ja. das bereut man dann meistens. Und wenn man dann eine Entscheidung trifft, finde ich auch gar nicht, also du hattest ja auch gerade gesagt, so für einen die richtige Entscheidung, weil man trifft ja immer eine Entscheidung in einem Moment, in dem Bewusstsein oder in dem Gedanken, das ist die richtige Entscheidung für mich. Ja. Aber es gibt keine richtige und keine falsche Entscheidung. Selbst wenn sich sozusagen später rausstellt, okay, ich würde die Entscheidung als falsch bezeichnen, dann war sie ja in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, richtig. Und retrospektiv würde ich sagen, ist es sowieso dann nie falsch, weil selbst wenn es hätte besser ausfallen können für mich, ich lerne ja aus dem, Ja. was ich vermeintlich falsch gemacht habe, und daran wachse ich wieder. Also deswegen, wenn ich Absagen bekomme oder irgendwas, dann gibt es dafür meistens eine Erklärung. Und deswegen würde ich sagen, Rückschläge sind, oder versuche Rückschläge nicht als Rückschläge zu betrachten, sondern einfach um den Schritt zurück, den ich mache, um dann aber zwei vorwärts zu gehen, was ich gelernt habe. Ja, absolut. Also ich sehe es auch so, dass es eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt. Es gibt Ja. bestimmt Entscheidungen in meinem Leben, wo ich mal dachte, das wäre die falsche Entscheidung gewesen, aber wo ich dann vielleicht irgendwann wieder an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, dieses Mal entscheide ich anders. Ja, Aber und du hast aber auch ja. gesagt, schließt sich eine Tür, öffnet sich die andere. Ja. Das darf man Ja. nicht außer Acht lassen. So. Es gibt immer einen Weg nach vorne, wenn man nach vorne möchte, wie du gesagt hast, wenn man sich bewegt. Ja, letztendlich glaube ich, wie du, es gibt, glaube ich, keine falschen Entscheidungen, weil man kommt immer wieder dann durch eine Entscheidung zu der nächsten Entscheidung und Ja. letztendlich, ja, mein Weg war sicher auch nicht besonders gerade, aber letztendlich hat er mich Dann hierher wäre es doch gebracht und langweilig. ja, Und da kann eigentlich man ja ist auch es gar was nicht lernen, Schönes. weil ich stelle mir gerade mal vor, wenn man sozusagen immer nur gerade, also geradeaus laufen würde. Also entweder man denkt dann gar nicht nach oder es fällt einem halt alles zu, aber das kann auch nicht so positiv sein, sage ich jetzt mal, für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich. Weil man sich dann ja gar nicht reflektiert. Man lernt das ja gar nicht. Man muss ja lernen, sich zu reflektieren. Ja.
Ja, definitiv. Und auch auf sich Ja. selbst zu hören, auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz zu hören und so Ja. weiter. Ja. Also ich glaube, sogar mit jeder Entscheidung wächst man eigentlich genau an diesen, an der inneren, also auch daran, der inneren Stimme zuzuhören und so weiter. Ich muss jetzt, irgendwie komme ich heute immer wieder auf deinen Schauspielervideos, aber ich habe gestern, da stand auch so ein schöner Text drin. Ich weiß nicht, ob du den selber geschrieben hast, Ja. aber der ist wirklich, jeder, der das jetzt hier hört, lest euch diesen Text durch. Der ist einfach so schön. Da Danke, hast, dass du das gesagt hast. Das ja, freut du mich hast, also, sehr. ne, allein, weil wir auch über das Schreiben gesprochen haben, ich sehe daran, dass du schreiben kannst. Es hat mich Danke. wirklich sehr berührt, wie du auch geschrieben hast, was du am Kino magst und so weiter. Und dann hast du auch immer wieder dieses Projekt Think Big genannt. Und deswegen wollte ich dich jetzt fragen, was bedeutet für dich Think Big? Ja, also zum einen nochmal zu dem Text. Also ich wollte da, also du hast es ja gelesen, die Person, die das lesen, also ich wollte nicht nur mich vorstellen, ich wollte etwas, was ich mag, teilen, weil durch solche Gemeinsamkeiten findet man ja auch als Menschen zueinander und dann diese Person durch diesen kleinen kurzen Text aber in diese Welt entführen, die mich so verzaubert und mich so fasziniert, diese Filmwelt. Genau, also diejenigen, die das lesen, die werden das dann, glaube ich, verstehen, was ich gesagt habe. Und zum anderen, ja, Think Big war ja diese besagte Sat.1 Joint Comedy-Serie. Deswegen habe ich das mit aufgegriffen, weil ich dachte, das ist halt echt so. Also in der Serie, um da vielleicht mal kurz was zu sagen, sind halt auch meine ältere Schwester, sie spielt ihre jüngere Schwester, sie und ihre Freundin wollen ein Nagelstudio eröffnen. Und haben, weil ich gar nicht, die, also um das kurz zu fassen, gar nicht die finanziellen oder auch, sage ich mal, vom ja, was man da wissen muss, also BWL-Studium und all sowas, da haben gar nichts mit am Hut, sage ich jetzt mal, und müssen sich diesen Herausforderungen stellen, haben aber nie aufgegeben, weil Think Big, so. Und ich denke halt, also es ist halt einfach motivierend, dieses Motto, also was bedeutet für mich dann Think Big? Ich habe das auch schon ganz oft jetzt gesagt, aber nicht aufgeben, wenn man, also ich finde, ganz oft wird halt aufgegeben, bevor man etwas versucht hat. Und ich Ja. finde, dadurch, wenn man sagt, Think Big, erweitern sich nicht nur Handlungsmöglichkeiten und Spielräume, sondern halt auch einfach die Gedanken, die man hat. Und dadurch, dass man dann mehr nachdenkt, kommt man auch eher zu Lösungen oder irgendwie zu Ideen, welche Wege man beschreiten könnte. Und deswegen denke ich mir auch so, wenn einer sagt oder sagte, geht nicht, kannst du nicht Schauspiel, schon gar nicht aus diesem kleinen Dorf, dann frage ich, warum nicht? Und das geht für mich mit Think Big einher. Warum nicht? Ja. Also, wenn ich es nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sagen, es geht nicht. Ja. So. Ja, das finde ich eine coole Frage, weil auch warum nicht, da kommen oft Antworten, die eigentlich dann Ausreden sind. Genau, Ausreden oder es sind solche dann so ein, also dann kommen die halt selber so in Stocken, weil ja, warum nicht? Dann kommen halt entweder so keine Antworten, keine richtigen, vernünftigen, also keine Argumente, das war das Wort, was ich gesucht habe, oder halt Ausreden oder allgemeingültige Antworten, weil dann denke ich mir nur, weil du jetzt das Beispiel von XY anführst, heißt das ja nicht, dass das auf mich zutrifft, beziehungsweise du kennst XY, also scheinbar hat XY auch schon irgendwas in die Richtung erreicht, sonst wüsstest du gar nicht, dass der oder die sich damit beschäftigt hat. Also Ja. solche Sachen. Außerdem habe ich, das versuche ich auch zu lernen, nicht so viel auf die Meinung von anderen Leuten zu geben, wenn ich die wirklich ungefragt einfach nicht wissen möchte. Weil ich frage mich halt echt so, warum tut man das, wenn jemand sieht, da hat jemand einen Traum? Warum kommt man dann mit so negativen Vibes ganz oft, anstatt diese Person zu ermutigen oder zu unterstützen oder sich dafür zu interessieren und dann halt zu fragen, hey, wie hast du das vor? Und dann dürfte man sich selbst auch manchmal ja nicht dafür schämen, auch mal zu sagen, ich weiß es gerade noch nicht, aber ich finde es heraus. Ja, So, think big. absolut. Total schön. Ja, ich mache hier gerade einen auf Motivationscoach, aber ich motiviere mich manchmal selbst auch so. Deswegen vielleicht motiviert das dann auch den Nee, einen oder die andere also ich auf finde gewissen das Wegen. ja definitiv motivierend, weil eigentlich ne, also ich kenne es ja auch selber von mir, aber diese Ausreden, die dann kommen, das ist ja nicht das, also klar ist es vielleicht das, was andere sagen oder was wir gelernt haben, aber letztendlich ist es das, warum ich es nicht mache, warum ich mich selber zurückhalte, warum ich es mir selber nicht erlaube. Das ist mein Grund, den ich für mich Ja. suche, aber letztendlich sind die Ja. Dinge möglich. Also man muss halt sich anders fragen, wie du es gerade gesagt hast, wie
Genau, anders fragen, das ist voll Ja. das gute Stichwort. Also Ja. man muss, genau, auf die richtigen Fragen kriegt man die richtigen Antworten und Ja, vielleicht hat man genau. einfach die falsche Frage gestellt. Ja. So. Und dann diese allgemeinen Ausreden, wo ich mir so denke, ja, andere haben es ja aber auch geschafft oder was weiß ich. Aber Ja. dieses Fragenbeispiel jetzt, das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Muss Ja. man halt nochmal nachfragen Ja, und definitiv. Hilfe annehmen und was weiß ich. Genau. Also deswegen, ich finde eigentlich die Frage schön, warum nicht? Und dann aber auch, wie kannst du es möglich machen? Also, oder Ja. welche Möglichkeiten gibt es? Welche Wege gibt es jetzt im Moment? Daraus entsteht ja dann oft was anderes, was wir jetzt noch nicht wissen können. Ja. Aber irgendwas liegt immer vor uns. Der nächste Schritt liegt immer vor uns. Genau, und man sollte halt auch, da muss ich mich selbst auch ermahnen, man sollte auch nicht versuchen, alles zu planen und zu gucken, was wäre der Ja. Schritt und dieser Schritt und keine Ahnung was. Man muss das halt alles auf sich irgendwie so ein bisschen zukommen lassen. Und dann passieren solche Sachen, mit denen man halt gar nicht rechnet, in unerwartetsten Momenten, wie eine Nominierung im Laden beim Einkaufen, wo man sich dann einfach noch viel mehr freut drüber, weil dann weiß man diese Momente, diese Überraschungen auch wertzuschätzen. Ja, absolut. Okay, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Wir haben gerade diesen Text angesprochen. Das war jetzt von mir gar nicht geplant, aber die Leute haben es ja jetzt wahrscheinlich noch nicht Siehst gelesen, du, das ist diesen das beste Text. Beispiel für das, worüber wir gerade geredet haben. Das muss ich gerade nochmal sagen. Das ist, das hast du nicht geplant. Wir haben gerade gesagt, ja, es liegt immer was vor einem und man kann nicht alles planen. Und ja, ist Ja, auch gut. ja. Und du erinnerst mich auch Bestätigen gerade uns wieder gerade an, selbst. ja, total. Du hast mich gerade daran erinnert, an etwas, was du auch gesagt hast, glaube ich, in deinem About Me. Sorry, dass ich ständig dein About Me anspreche, aber ich fand das richtig gut. Leute, schaut Hey, ein euch bisschen dieses Werbung About Me an. dafür ist doch schön. Ja, weil es ist wirklich Und das ist manchmal eigentlich ganz unkompliziert gewesen. Ich habe wollte da ich keinen gerade Hokuspokus sagen, gemacht oder irgendwie es sowas. war einfach so Einfach, ein ich habe einfach Take. so aus der Seele geredet, Ja, genau. und das war, Ja. also es hat mich echt gepackt. Und das ist das, was man ja will mit so einem About Me. Also was das Ziel sein sollte. Deswegen, Danke. also du hast mich gerade daran erinnert, weil du auch gesagt hast, ja, es macht dir Spaß, dich überraschen zu lassen und auch andere zu überraschen. So ähnlich hast du es gesagt. Ja. Irgendwie. Ich glaube, auch darauf Genau. kommt es an, weil das sind ja diese Wunder, die wir erleben wollen, die wir auch fühlen wollen, die wir nicht erleben, wenn wir Dinge bis ins kleinste Detail planen, weil dann kein Raum ist für Überraschungen. Ich könnte da noch ein Beispiel gerade für nennen, wenn wir Bitte, noch die Zeit haben, was aber auf mal jeden nicht mit Fall. diesen Bereichen zu tun hat, über die wir schon geredet haben, aber das Beispiel Motorradfahren. Ich Ja. bin ganz stolz, deswegen erzähle ich das auch gerade zusätzlich noch. Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht im letzten Jahr. Und wir müssen halt mitbedenken, also die Personen, die mich kennen, die wissen, ich bin ziemlich klein und ich bin ziemlich zierlich. Und die Leute, die Motorräder kennen oder schon mal gesehen haben, die wissen, die sind relativ wuchtig. Und bei mir war das auch so, ich sagte, mein Vater ist nämlich auch begeisterter Motorradfahrer und ich liebe halt auch alles, was mit Action zu tun hat. Und sonst dachte ich so, irgendwie aus einer Laune heraus, ich mache meinen Motorradführerschein. Das haben alle nicht ernst genommen, meine Eltern sowieso nicht. Und dann so, hahaha. Und viel zu gefährlich, das kann dein Bruder machen und sowas alles. Und dachte ich so, nee, ich melde mich jetzt an. Dann bin ich in die Fahrschule gegangen, bei uns im Dorf. Meine Mutter ist nämlich auch Fahrlehrerin, da war die Hemmschwelle schon mal nicht so groß und habe mich da jetzt angemeldet für. Und dann habe ich tatsächlich meinen Führerschein gemacht, auch wenn ich nicht mit den Füßen bei dem Gerät, das ich am Anfang gefahren bin, auf den Boden gekommen bin. Ich habe es geschafft. Ich bin angeblich auch eine sehr gute Prüfung gefahren. Ich habe jetzt meine eigene Maschine, auf die ich sehr stolz bin, mit der ich fahren kann. Das war natürlich auch so, dass alle haben gesagt, nee, das geht nicht, das kannst du nicht. Auch mein Fahrlehrer hatte am Anfang total die Sorgen, ja, wie soll denn das gehen und keine Ahnung was. So, ich habe es geschafft. Ich fahre, genau, und habe damit auch mich und andere überrascht. Ja. Weil sagen wir es mal so, manchmal war das schon ein bisschen entmutigend, wenn alle gesagt haben, die sich mehr auskennen und das Ding so 200 Kilo wiegt. Ob ich das dann so hinkriege, aber ja, hat alles funktioniert. Ja, ich finde das, jetzt muss ich auch Random noch, Side Fact. ja, aber ich muss jetzt auch noch so einen random Side Fact erzählen, weil das erinnert mich gerade Super. daran, wenn du etwas fühlst oder wir alle, ne, wenn wir etwas fühlen, woran wir glauben, dass wir das machen können, dann bin ich mir sicher, dass es möglich ist. Weil, Ja. also ich bin ja voll im Bereich Leichtathletik, Leistungssport unterwegs und war es in meiner Jugend auch ganz viel. Und letztens ist eine englische Weitspringerin, die ist letztens 7 Meter gesprungen und die ist mega klein. Die ist, also ich bin auch relativ klein, die ist, glaube ich, 1,65 und das ist für eine Weitspringerin extrem klein.
Und die hat in einem Interview hin, also die ist damit Europameisterin geworden in der Halle, und die hat dann erzählt, dass jahrelang, also ich glaube 8 Jahre, ich nagel mich jetzt nicht fest auf eine Zeit, aber sie hat gesagt, dass wirklich Ja. über 8 Jahre sie geglaubt, ganz fest daran diesen Glauben hatte in sich und es auch gespürt hat, dass sie 7 Meter springen kann. Und ganz viele Menschen von Competition zu Competition immer wieder gesagt haben, ja, wirklich, glaubst du es wirklich? Und sie immer gesagt hat, ja. Und sie hat gesagt immer, so ein kleiner Wahnsinn war in ihr drin, der sie ganz weit geführt hat. Und letztendlich ist sie die 7 Meter gesprungen mit 1,65 Meter. Und ja, natürlich braucht die andere Skills als jemand, der 1,80 groß ist, aber die hat es geschafft, weil sie den Glauben an sich hatte und weil sie das gespürt hat. Das Und ist aber das eine richtig große Leistung dann, ja. ja. Deswegen, Leute, glaubt an das, was ihr in euch spürt. Und selbst wenn ihr, wie ich vielleicht nur, also weil ich bin ja ungefähr gleich groß und hatte ja Weitsprung in der Schule, dann, ich weiß gar nicht, was ich gesprungen bin, aber es waren keine 7 Meter. Gebt nicht auf, falls ihr Weitspringerinnen werden wollt. Also, super. Ja. Okay, jetzt komme ich zu meiner Abschlussfrage, weil ich ja gerade gesagt habe, die Leute haben ja diesen Text nicht gelesen, aber was fasziniert dich an der Filmwelt und der Welt des Geschichtenerzählens? Ist auch wieder so eine große Frage. Ich glaube, die kann ich auch gar nicht pauschal beantworten. Ich muss, glaube ich, drüber nachdenken, aber es ist halt auf jeden Fall das Gefühl, was ich damit verbinde, was mich einfach glücklich macht, was mich, das hatte ich auch eben gesagt, jedes Mal in so eine Art magische Welt mitnimmt, transportiert, fasziniert, inspiriert, unglaublich. Ist natürlich dann auch abhängig von dem Film oder der Serie, die man schaut. Aber ich liebe es total darin, sage ich mal, mich einsaugen zu lassen, und das alles aufzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, was mich damals auf jeden Fall, also auch einer der Sachen war, die mich damals total so eingesungen hat, war diese Harry Potter-Welt. Sondern wirklich, ich versuche das bei jeder Sache, die ich mir anschaue, vor allem halt auch, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, die die Menschen leisten. Und das macht das für mich nochmal umso besonderer, wenn ich das als glaubwürdig empfinde, was ich dort sehe. Weil ich weiß, dass nicht nur ich als zuschauende Person dieses Gefühl habe, sondern dass auch die anderen Personen, die das vielleicht sehen, mit mir teilen, aber vor allem auch die Personen, die an diesem Werk mitgewirkt haben. Und das fasziniert mich halt auch an diesen Geschichten erzählen. Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Also einmal das, was ich gerade gesagt habe, dieses andere Menschen auf jeden Fall mitnehmen, inspirieren. Ich mag es, anderen Menschen zuzuhören. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass man ihm zuhört. Ich mag es auch, wenn man mir, sage ich mal, zuhört. Das ist ganz natürlich. Aber auch, dass durch Geschichten, sage ich jetzt mal, neue Räume, neue Perspektiven, neue Identifikationsmöglichkeiten geschaffen werden. Deswegen finde ich es auch so schön, oder es sollte viel mehr halt so sein, dass ganz, ganz viele Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen und in ganz unterschiedlichen Altersklassen und von Herkünften und Kulturen geprägt Geschichten erzählen und dass wir die uns anschauen können, wenn wir wollen. Und ich glaube, daran liegt das halt auch so vordergründig. Aber ich rede jetzt halt nicht nur, weil das hat sich jetzt gerade, weil ich von magisch und sowas geredet habe, an irgendwelchen, ja, wie gesagt, Fantasy-Sachen oder magischen Hollywood-Produktionen, sondern ich versuche das tatsächlich auch bei, ja, ich schaue sehr gerne deutsche Eigenproduktionen und auch Fernsehkrimis. Also ich bin halt eine der Personen, die wirklich jeden Sonntag das Fernsehprogramm für die nächste Woche checkt. Screenshotte, was mich interessiert und was neu ist. Und Tatort ist da auch Standardprogramm für mich. Das interessiert mich. Und dann halt aber auch nicht zur Berieselung, weil natürlich, wenn man einen Film schaut, muss man ihn, also man schaut ihn aktiv, wenn du weißt, was ich Ja, meine. So, dann absolut. kann man die Fälle und die Gedanken nachvollziehen, mitfiebern oder halt auch Widersprüche bei Figuren feststellen und sich fragen, warum handelt die so? Und dann sowas, das alles, Ja. das fasziniert mich total. Liebe ich, ja. Ja, es geht mir genauso. Ich schaue Filme auch aktiv. Ich kenne aber auch andere Leute, die das dann eher so zur Berieselung oder passiv Ja, aber machen. das Und finde das ich so kann ich dann schade. nicht.
Ja, ich Ja, aber auch. das meine ich, ich habe mein, das war bei mir aber auch mal so, ich habe mir das abgewöhnt, dass man dann irgendwie ganz schnell immer einfach, nicht weil man den Film uninteressant findet, man findet den Film interessant, aber man geht trotzdem an sein Handy und macht parallel Instagram oder checkt seine Mails und das nicht aus Respektlosigkeit vor dem Film, sondern einfach, weil wir in unserer Gesellschaft einfach ständig dieses Multitasking und alles gleichzeitig und was ich halt auch total schade finde und was ich halt auch versuche, mir immer stärker anzutrainieren und wo ich auch schon Fortschritte gesehen habe, Aufmerksamkeit zu richten auf einen gewissen Punkt, Ja. weil man verliert das Bewusstsein für die Umgebung, man checkt nicht mehr, was um einen herum passiert, was im wirklichen Leben ist und dieses gerichtete ja, Aufmerksamkeit halten, Konzentration halten, das finde ich total wichtig. Ich finde es auch total wichtig und ich habe auch letztens mal, oder das ist schon länger her, auch was echt Interessantes gehört, dass man, also man kann ja Netflixen oder Serien gucken als wirklich als Ablenkung vom Leben, ne? Also Ja. dann guckt man die so durch und will sich eigentlich nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich gerade abgeht bei einem selber vielleicht auch, ne? So, und dann kann man aber bewusst Filme anschauen oder auch Instagram, wir reden jetzt von Medien im Allgemeinen, um sich Ja. inspirieren zu lassen. Also das ist eine Ja. eigene Entscheidung, wo setze ich meinen Fokus hin und wie nutze ich das Medium? Boah, ich finde das auch gerade wieder voll interessant, was du gesagt hast, weil das eine war ja klar, jetzt bewusste Inspiration und Ja. das andere, wo du gesagt hast, man kann solche Serien durchgucken. Ich glaube, da ist nochmal so ein Unterschied, wenn man also einen Serienmarathon mit Freunden macht oder sich mal Ja. selbst so einen Serienabend macht. Aber du hast ja wirklich konkret angesprochen, dass manche Leute sich davon auch einsaugen lassen. Aber das geht für mich dann auch eher in Richtung Berieselung, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu Ja. müssen. Also aus dem Alltag zu fliehen. Also sagen wir es mal ganz ehrlich, ich schaue Filme und Serien auch. Natürlich als aber positive Flucht aus dem Alltag, als Ablenkung. Aber es kann halt wirklich sein, dass man dadurch dann eigentlich seine eigenen, also wenn man das macht, in dem Beispiel, wie du das angesprochen hast, dass man seine Gefühle verdrängt, sich nicht mehr mit sich auseinandersetzt und dann schaut man das auch nicht des Films wegen, sondern um sich abzulenken und dann erkennt man halt nicht mehr, okay, die Gewerke waren daran beteiligt, so ist die Musik, das nimmt man wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr wahr und das ist Nee. gefährlich, glaube ich. Ja. Realitätsentfernung, also von Ja. seiner eigenen Realität, weil jeder hat eine andere Realität, aber das geht diese Ja. Sachen. Ja, es ist irgendwie, ich finde es gerade schön, dass wir das angesprochen haben, weil Ja, ich bin, voll. ne, Medien sind immer, sind ja grundsätzlich nichts Negatives, sondern es ist etwas, was wir auch für uns nutzen können, gerade auch zum Entspannen natürlich. Aber wir Ja. dürfen selber wählen, was uns inspiriert und wofür wir das nutzen. Also tolle Filme inspirieren mich unglaublich, auch wenn ich mich in diesem Moment dann entspanne und abends mal einen Film schaue. Aber das inspiriert mich oft dann für was anderes in meinem eigenen Leben. Genau. Genau, aber Oder ja. hilft bei einer Lösung für ein Problem. Und wo du auch gerade sagtest, also auch Instagram, also ganz viele, ja, also ich höre halt oft, dass dann irgendwie gemeckert wird wegen falschen Vorbildern und was weiß ich. Aber das ist auch wieder, wo wir über Entscheidungen geredet haben, eine bewusste Entscheidung, wofür man das nutzt. Und ich kann Leuten, wie gesagt, das weiß jeder mittlerweile auch, einfach entfolgen, wenn die mir nicht gut tun. Ich muss, und dann folge ich halt den Leuten, die mich inspirieren, zum Beispiel dir, um dann zu schauen, welchen Podcast du hast oder halt irgendwie irgendwas anderes, um neue Fernsehtipps oder so zu erhalten. Und ich muss auch nicht zwingend auf diese Suchleiste gehen, wo man diesen Vorschlagfeed bekommt, irgendwie mit was mir gefallen könnte, weil daran verliert man sich dann in irgendwelchen Videos. Ich krieg ständig Videos von Hamstern vorgeschlagen, obwohl ich das nicht mal like. Ich habe das Gefühl, mein Handy hört zum Beispiel, wenn man, also was man spricht und dann setzt das irgendwie um. Also, Ja, weißt du, was ich meine? So? ich weiß, was du meinst. Genau, und ich habe einen Hamster und ich rede dann, weil mein Zimmer und mein Handy ist ja auch und das finde ich erschreckend auch übrigens. Ich auch. Das finde ich auch Ist auch erschreckend. mehreren Leuten aufgefallen, habe ich schon mal mehreren Leuten drüber geredet. Ja, und wie gesagt, aber bewusste Entscheidung dann entweder das sich auf diesen Suchfeed zu begeben und darin zu verlieren, TikTok-Videos zu gucken oder was weiß ich, oder das als Inspiration zu nutzen. Ja. Okay, das muss ich jetzt doch noch fragen, weil wir jetzt gerade beim Thema Instagram sind. Ja. Wir hatten es ja mal kurz im Vorgespräch davon, Ja. Instagram. Das ist ja für manche auch so ein, oh ja, das muss ich jetzt, ich muss jetzt mein Instagram bespielen oder irgendwie, ne? Wie nutzt du dein Instagram für Sehr dich? gute Frage. Und zwar, ich hatte und ich habe auch noch nicht so viel Ahnung wie, sage ich mal, professionelle InfluencerInnen auf Instagram. Ich hatte aber tatsächlich gar keine Ahnung und ich dachte mir so,
Muss ich das jetzt machen? Will ich das überhaupt machen? Und ich war mir selbst irgendwie im Unklaren und irgendwie wusste ich, hey, eigentlich habe ich schon Lust, irgendwie was zu posten, aber ich weiß nicht genau was. Und ich habe halt auch Angst, dass es die Leute nicht interessiert und dass sie sich dann irgendwie genervt fühlen. Habe ich mich nicht getraut. Und dann kam Corona und mir war langweilig. Und es gab da jemanden, eine Person, die hieß Maike Döhling und die hat einen Instagram-Workshop online gestartet. Und ich dachte mir, hey, ich weiß nicht, was ich mit meinem Instagram anfangen soll. Wir dürfen nicht raus. Ich melde mich da an. Und wirklich danke an deinen Workshop, weil man kann Instagram für sich und man kann es richtig nutzen, wenn man denn Lust hat. Ich würde gleich sagen, wenn jemand keine Lust hat, lass es sein. Bringt nichts, dann ist es nur aufgezwungen. Ja. Aber ich habe mich einfach durch diesen Workshop, also ich habe ganz viele Sachen kennengelernt, von denen ich nichts wusste vorher, aber vor allem, ich habe auch den Mut gefasst, dann mich endlich zu trauen, Sachen zu posten. Und ich bezeichne mein Instagram, um auf die Frage richtig jetzt zurückzukommen, wie betrachte ich das? Ich betrachte das als, ich nenne das bei mir immer mein persönliches Drehtagebuch. Also, hauptsächlich, weil wir haben alle Fotos und Screenshots auf unserem Handy und die gehen alle durcheinander und man geht nicht mehr in die Galerie und schaut, weil da so viele andere Sachen schon mittlerweile sind. Aber auf Instagram teile ich wirklich die Sachen und speichere die auch ab in meinen Highlights von Momenten oder Tagen, wo ich Dinge erlebt habe, an die ich mich gerne erinnern möchte. Einfach, weil ich sie schön finde, weil ich sie mir gerne angucke, wenn es mir mal nicht so gut geht, weil ich dann einfach dokumentiert habe, welche Projekte ich gerade habe, aber auch nicht nur Projekte, sondern auch andere Sachen, die ich gerne teile, vielleicht auch Empfehlungen, die ich gerne teile. Oder auch Sachen, sage ich jetzt mal, vielleicht von meinem Motorrad oder was weiß ich, aber natürlich halt hauptsächlich, weil klar, man möchte jetzt auch nicht das zehntausendste Essensbild oder Bild von irgendwelchen Tieren sehen, dass ich schon das als Drehtagebuch jetzt auch bezeichne, aber halt auch andere Sachen poste, wie Kino und Theater und alles, was Ja. irgendwie damit reingeht und was mir gefällt. Und dann habe ich mich auch durch deinen Workshop von dem Gedanken befreit, es muss jedem gefallen, weil, wie gesagt, Meinung von anderen ist oft eher schädlich als gut, eher schlecht als recht. Und dann sollen die Leute mir entfolgen. Ja, genau. Also ich muss dazu Dann sagen, will ich ich habe solche Follower haben, die mir nur einmal folgen, weil sie kurz einmal einen Film gesehen haben oder sich dann nicht für mich als Person interessieren, dann möchte ich die Leute auch nicht aufhalten. Dann ist mein ja, Content nicht der absolut. richtige und dann gibt es einen anderen, der vielleicht besser für sie ist. Also was ich jetzt von der Außenperspektive daraus sagen muss, also erstens mal, ich habe ja diesen Workshop zusammen mit meiner Social-Media-Expertin Nancy gegeben. Und Ja. ja, also ich finde es echt so schön zu hören, wie du diesen Kanal für dich nutzt, weil so ist es, das ist ja ehrlich gesagt das, was die Leute fasziniert und das ist auch das, was die Leute zu dir zieht. Du nimmst die Leute mit in deine Welt. Es ist im Grunde wieder das Gleiche, was du auch als Schauspielerin machst, was du machst, wenn du schreibst, ne? Du nimmst die Leute mit in deine Welt und das machst du halt, du nutzt Instagram auch als Kanal dafür. Und das ist Ich das, was die lade sie Leute ein, interessiert. genau. Genau, ja. Und ich glaube, jeder, der seinen Kanal nutzt, um geliked zu werden, das wird gar nicht so funktionieren, wie wenn jemand einfach tut, was ihn begeistert, zeigt, was ihn begeistert. Es hat mich gerade voll berührt, als du gesagt hast, du zeigst dort die Dinge, die du für dich in Erinnerung behalten möchtest. Das ist wunderschön. Und ich glaube, das ist genau das, was einen Kanal ausmacht, warum die Leute auch dahin kommen. Und das sind dann auch genau die richtigen Leute. Genau, So. und wenn man dann irgendwie, sag ich mal, auch ein bisschen Angst hat oder gerade so noch ein bisschen hadert mit sich, ob man was machen soll oder nicht, dann hat mir das auch immer geholfen, dass ich gedacht habe, wenn ich weg bin, dann interessiert vor allem mein familiäres Umfeld und meine Freunde vielleicht so, was ich mache. Ich mache das für die. So, und Ja. dann zieht man automatisch auch noch andere Leute an, die es interessant finden, weil, Ja, ja. absolut. Ja, aber also der Kanal muss irgendwie Spaß machen. Ich meine, ich nutze den ja auch für mein Marketing, aber gleichzeitig, ich zeige ja auch private Sachen und teile Dinge, die mich einfach interessieren. Und ich glaube, es ist letztendlich eine Mischung und es ist letztendlich Ja. etwas, wo man die Leute einlädt in seine eigene Welt. Genau, ich fand auf jeden Fall, ich bin ständig am Stichworte aufgreifen von dir, aber Mischung finde ich einfach super, Ja. weil das ist halt dann auch, das zeigt auch diese Authentizität, ja, Wort, richtig ausgesprochen. Wenn man halt, natürlich das zeigt, was man beruflich macht, aber halt auch irgendwie so privat einfach mal irgendwas zeigt oder so. Ja. Ja. Oder privatär, genau, oder halt auch mit den Leuten interagiert und denen dann zeigt so, danke und cool, dass ihr euch auch dafür interessiert und Ja. ja. Ja, es ganz ehrlich, Authentizität ist, glaube ich, das richtige Wort. Es interessiert mich ja, wer du als Person bist und nicht, was
die Maske ist, die man aufsetzt, um geliked zu werden. Also das war Genau. jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber ja, deswegen Nein, aber es ist halt auch schon, wirklich ja. so. Also tatsächlich, und ich finde, selbst wenn man dann eine bunte Mischung macht, dann ist es halt auch mal cool. Und wenn ich dich dann sympathisch finde, dann möchte ich mir auch mal unter anderem zum Beispiel deinen Hund angucken. Ja. Oder wenn du eine Empfehlung hast für ein Restaurant, so, also auch wenn es dann nicht gerade mit dem zu tun hat, aber wenn das gerade so was Brennendes ist, was irgendwie interessiert und so, dann schaut man es jetzt auch gerne an und nimmt das auch dankend an. So, Ja. weil ich, dann ist es halt auch nicht oberflächlich. So, ich glaube, darum geht es, so, dass Ja. man Ja, absolut. Glauben und in gewisser Weise ein Vertrauensverhältnis aufbaut, auch wenn Instagram natürlich nicht das richtige Leben abbildet oder abbilden soll. Ja. Ach, liebe Vivian, wir kommen Oh jetzt Gott, so zum schnell Ende. ging das schon zum Ende. Ja, wir haben über so viele Dinge gesprochen. Ich würde dich jetzt zum Ja. Abschluss fragen, gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du und was du den, ja, unseren Zuschauern und Zuhörern heute gerne mitgeben möchtest? Erst einmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an alle ans Zuhören oder Zuschauen. Und ich kann mich da auch einfach nur wiederholen, aber ich glaube, Wiederholung ist die beste Methode, dass sich Sachen einprägen und dass man die für sich so internalisieren kann. Deswegen nicht aufgeben, think big und immer fragen, warum nicht, wenn sich euch Hürden in den Weg stellen, weil Hürden kann man auch, weiß ich nicht, man kann drunter durchgehen, wenn man klein ist, so wie ich. Man kann drüber springen, drüber gehen, kann die auch umrennen. Das ist vielleicht nicht immer die beste Methode, aber warum nicht? Deswegen, genau. Ja, think big und warum nicht? Ja. Es gefällt mir. Ja, es ist eine sehr gute Vielen Dank. Zusammenfassung geworden. Ich Ja, danke auch. Bin gespannt, danke wie für es. alles, was du hier erzählt hast, reingegeben hast. Ich finde, wir haben ganz viel von dir gelernt und sind inspiriert worden von deinen Hoffe ich. Geschichten. Ich glaube, dass du uns noch ganz viele andere Geschichten erzählen wirst, in welcher Form auch immer, durch deine Rollen, deine Filme, deine Texte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt ist die Frage, wenn jemand auch von dir was sehen will oder mit dir in Kontakt treten will, wo kann man dich sehen und finden? Also ganz plump gesagt, wo du einfach sagst, mich finden, wenn man meinen Namen googelt und da einfach mehr schauen will, den Text zum Beispiel lesen oder sowas, sind das natürlich diese gängigen Websites wie von der Agentur oder so, wo man drauf kommt. Wenn man mit mir direkt in Kontakt treten möchte, dann eigentlich über Instagram, Nachrichtenfunktion oder es gibt ja auch diese Nachrichtenfunktion, wo man dann eine E-Mail schreiben kann, zum Beispiel. Eigentlich antworte ich immer, ich weiß aber nicht, das kann ich dich aber noch kurz zum Ende fragen. Instagram buggt seit dem neuesten Update irgendwie bei mir und ich kriege teilweise Nachrichten nicht angezeigt oder die kommen irgendwie viel später oder die löschen sich selber. Richtig, richtig gruselig. Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, Da müsste ich gut, meine unabhängig Social davon. Media Expertin nennen. Unabhängig davon sind das, glaube ich, so die Kontaktmöglichkeiten, ja. Ja. Ich verlinke das alles gerne, auch den Text, über den wir gesprochen haben und so weiter. Ich bin sicher, die Leute werden dich finden. Ich danke dir nochmal von Herzen und ich freue mich auf alles, was ich noch von dir sehen und hören darf. Vielen Dank, kann ich hinzufügen. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass wir dich inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du uns dein Feedback hinterlässt. Das kannst du einfach gerne direkt unter diesem Video tun, in den Kommentaren oder natürlich auch gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Du kannst uns natürlich auch eine direkte Nachricht hinterlassen. Alle Links zu Vivian und zu mir findest du natürlich in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, likest, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst, wenn du ihn mit deinen Kollegen teilst, die vielleicht auch etwas aus diesem Podcast mitnehmen können. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann findest du auch unten unter dem Video natürlich alle Links, wie das funktioniert, wo du mich findest, welche Art von Workshops oder Masterclasses oder auch 1:1 Coachings es gerade gibt.
Aktuell gibt es auch die Möglichkeit, live mit mir auf den Kanaren zu arbeiten in einem Retreat. All diese Infos findest du unten unter dem Video und ich würde mich natürlich sehr freuen, von dir zu lesen oder zu hören, egal über welchen Weg. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich danke dir von Herzen, dass du hier zugeschaut hast und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe.